auf dem Weg nach Sion-Trier am Genfer See. Ganz in der Nähe steht ein Gebäude, von Deborah das Grüne Haus genannt. Hier wurden die Kinder laut ihrer Aussagen nicht nur missbraucht. Die heute 15-Jährige spricht in unseren Interviews von satanischen Zeremonien. Also, es gab einen Tisch und da waren Kerzen und was für Kerzen? Kerzen eben. Und wo waren die? Waren sie überall? Also, da gab es diesen Tisch und rundherum waren die Kerzen aufgebaut. Waren Leute da? Meine Vergewaltiger. Du hast gesagt, sie haben eines der zwei Kinder, die außerdem noch da waren, auf den Tisch gelegt? Haben sie alle etwas gemacht oder war es nur einer? Es war nur einer. War es immer der gleiche? Kannst du sagen, was passiert ist, ohne Details zu nennen? Also, sie haben das Kind zersägt. Sie haben ein Kind zersägt? Sie haben Teile von seinem Körper abgetrennt. Womit? Mit einem elektrischen Messer. Haben Sie das Kind lebend zersägt? Und dann haben Sie es getötet? Nein, Sie haben es leiden lassen. Aber das Kind ist trotzdem gestorben. Ja? Sie haben einen Finger abgeschnitten? Einen Fuß. Solche Dinge. Sie haben einen Fuß abgeschnitten und es sterben lassen. Und sie haben es währenddessen missbraucht. Also er hat das Kind missbraucht und die anderen schauten zu. Der Missbrauch an kleinen Kindern ist traurige Normalität. Der Umsatz der Kinderschänder wird auf weltweit 300 Milliarden Euro beziffert. Davon allein rund 1 Milliarde in Deutschland. Das, was Deborah und Robert aussagen, die Beschreibung der Morde an den Kindern, im Falle Deborah vor einer Kamera, das ist nichts anderes als das, was man als Snuff-Video bezeichnet. Ein Snuff-Video ist ein Film, in dem ein Kind umgebracht wird, nachdem es gefoltert oder sexuell missbraucht wurde, bis es schließlich stirbt. Das ist ein Snuff-Video. Für wen es bestimmt ist, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe noch nie eines besessen und das ist um Gottes Willen auch nicht mein Wunsch. Aber was man wissen muss und was sehr wichtig ist, diese Filme sind der Antrieb eines parallel existierenden Marktes, der offensichtlich dank eines reichen Publikums funktioniert. Die Menschen, die sich in Anführungsstrichen so ein Programm kaufen können, sind sehr reiche Leute. Es bleibt uns nur noch übrig, sie zu identifizieren. Il reste à les identifier. Um zu sehen, wie ein Kind stirbt, zahlen diese Menschen 25.000 bis zu 1 Million Euro.